Hallo zusammen, ich bin wieder bei Burger King gelandet. Gibt's Aktionsburger, die Mozzarella-Lover. Habe ich zufällig jetzt, als ich beim Altpapier war, das Altpapier weggeschmissen habe, habe ich das oben entdeckt. Habe ich gleich mitgenommen, war vor 1,5 Wochen. Deswegen bin ich auf die Aktion auch aufmerksam geworden. Und die sahen ganz geil aus, deswegen dachte ich, ich gebe sie mir mal. Und ich habe mir einen ganz normalen geholt, einmal mit Chicken und einmal mit Beef gibt's die. Natürlich auch plant-based und einmal mit einer Beefscheibe oder doppelt. Kosten tun diese, lasst mich mal kurz nachdenken, 5,99 genau und als Menü 8,99. Pro Burger mit einer Beefscheibe. So sollen die aussehen. Mal schauen, wie die aussehen werden. Das habe ich ja, ich habe den mit dem Beef. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich mag diese etwas teureren Burger von Burger King, meinte ich. Sehen viel besser und schmecken meist auch besser als diese günstigeren Burger. Was drauf? Hier haben wir Salatblätter. Eine Pesto-Soße ist wahrscheinlich Mayonnaise mit ein bisschen Pesto-Geschmack. Würde ich Basilikum vermuten. Scheint ganz lecker zu sein. Salatblätter. Dann haben wir hier einen Zwiebelring. Ups. Ich habe mir die Hände vorher desinfiziert, falls ihr denkt, so, der hat alles angefasst. Aber keine Sorge. Hier haben wir auch nochmal eine Tomatenscheibe. Und hier haben wir den Mozzarella. Ist so ein bisschen wie so ein Mozzarella-Stick. Mag ich eigentlich ganz gerne. Und hier so eine rote Soße. Oh ne, ist Ketchup. Das ist irgendwie eine andere Soße. Und hier haben wir das Beef. Patty und unten auch. Ja, was sehe ich da? Bisschen zu wenig gleich. Sieht man ein bisschen zu wenig Pesto-Soße. Das ist ja auf den Bildern sah ein bisschen mehr nach Pesto-Soße aus. Ein bisschen gespart. Finde ich immer ein bisschen schade, dann sind die auch trocken. Gibt es auch mit Double Beef, ich weiß jetzt nicht wie teuer das ist, ich glaube waren 2 Euro mehr. Aber da ist dann sicher schon nicht viel Soße dabei, das wird dann meistens immer trockener, kann ich keinen empfehlen. Auch bevor ich es probiert habe, weiß ich das schon. An sich, das Brioche-Brötchen sieht lecker aus. Lasst mich mal nochmal ein bisschen nehmen. Bisschen in mich gehen bezüglich des Geschmacks. Wird wahrscheinlich jetzt auch nicht der teuerste Mozzarella sein, aber ja, hat was. Im Gesamten ganz lecker. Ich finde es halt ein bisschen trocken, aber die haben halt ein bisschen zu wenig Soße gemacht, hier in der Mitte halt gar nichts. Man schmeckt halt die Pesto-Soße gar nicht raus. Das aber sieht man, das ist halt viel zu wenig. An sich ganz lecker. Wäre halt lecker wahrscheinlich von der Pesto-Soße. Jetzt aber auch nicht, wo ich sage, so, wow, ich brauche es halt nochmal. Ist jetzt nicht arg was Besonderes. Ich sag, mit mehr Pesto würde das vielleicht besser schmecken. Natürlich, wie immer. Wer meine anderen Videos kennt, weiß, Chili Cheese Fries hole ich mir auch. Aber die sind jetzt nicht das Thema dieses Videos. Und hier gibt es natürlich auch wieder einen Chicken, den gleichen Burger. Aber wieder ein schönes Bandbrötchen. Hier ist ein bisschen mehr Pesto-Soße. Das sieht man gleich auch auf Anhieb. Und hier das Chicken-Ding. Wieder Mozzarella. Bisschen hart, das Mozzarella-Ding. Und hier die Soße. Aber auf dem ersten Eindruck sieht es aus, als ob da ein bisschen mehr Soße wäre. Natürlich auch wieder Tomaten und. Hey, wo ist. Ah, da ist die Zwiebelscheibe. Das ist auch alles wieder dabei. Heiß. An sich, er ist von der Höhe echt beachtlich. Krieg's kaum in meinen Mund. Ja, finde ich sogar einen Ticken besser sogar als den von Beef. Ich bin jetzt nicht so ein Chicken-Fan. Jetzt zauere ich kaum Chicken. Also komplett Geflügel nicht. Aber ich finde den ein bisschen lecker, weil vielleicht liegt es daran, dass die bisschen mehr die Pesto da ist, Mayo. Die ist halt nicht so trocken wie der andere Burger. Jetzt schmecke ich auch mehr die
Die haben die Mozzarella auch hier raus. Ja, ist ganz lecker, wer Mozzarella-Sticks liebt, wird hier auch seine Freude haben. Leider finde ich es halt, dass in der Mitte ist, glaube ich, Ketchup. Ich dachte, das ist die, so eine Soße, die es auch bei den Mozzarella-Sticks gibt, diese rote, die Sauersoße, glaube ich, ist das da was, oder? Aber es, wie ich so rausschmecke, ist einfach nur Ketchup. Hier hätte ich lieber mir die süß-saure Soße gewünscht. Aber an sich, ja, ist ganz lecker. Würde ich jetzt nicht noch mal im Aktionszeitraum holen, weil dafür hat er mich trotzdem zu wenig gekickt. Aber so, wenn einen soliden Burger möchte, der ich auch nicht so schon nach was schmeckt. Und ja, das kann man sich geben, sag ich mal so. Preislich 5,99 ist jetzt auch nicht die Welt. Sieht ja fast wie im Restaurant aus. Ich finde es lecker. Auch mal was anderes. Aber noch mal einen Aktionszeitraum werde ich es mir nicht geben. Und ja, das war's.